Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video möchte ich kurz die Windmühle vorstellen. Eine Beispielbahn dazu gibt es morgen als separates Video, inklusive einem kleinen Gewinnspiel, wo ihr die Windmühle gewinnen könnt. Das Intro naht, also legen wir los. Der ein oder andere wird sich erinnern, den ersten Prototypen der Windmühle hatte ich ungefähr vor einem Jahr schon mal im Einsatz. Danach habe ich das Projekt aber nicht wirklich weiterverfolgt. Ich habe das Ganze nochmal in Angriff genommen und herausgekommen ist diese Version der Windmühle. Sie transportiert die Kugeln 8,5 Höhensteine zügig nach oben. Der Motor macht so roundabout 30 Umdrehungen pro Minute. Mit den drei Armen können so also ca. 90 Kugeln pro Minute nach oben befördert werden. Die Arme sind mit Magneten bestückt, mit denen die Kugeln zuverlässig nach oben fahren. Dort sorgt dann der Abweiser dafür, dass die Kugeln wieder den Weg in die Bahn nehmen. Die Einlaufhöhe ist einen schwarzen Höhenstein hoch. Ich wollte einfach gewährleisten, dass die Kugeln auch sicher in die Aufnahmezone rollen und auch dort liegen bleiben. Laufen hier zu viele Kugeln zu schnell rein, wird auch schon mal eine rausgekickt, aber mit einer gesitteten Geschwindigkeit sollte das eigentlich nicht passieren. Leider braucht das natürlich Batterien und so gehört die schwarze Batteriebox zwangsläufig mit zur Windmühle. Ich habe es leider nicht geschafft, diese irgendwie ins Gehäuse zu integrieren. Zum Betrieb der Windmühle werden zwei AA-Batterien benötigt, natürlich mit jeweils 1,5 Volt. Wo ein Motor ist, ist auch immer ein Geräusch. Ich habe zwar nur eine Sorte Motoren, trotzdem klingen diese teils unterschiedlich, was vermutlich am Getriebe liegen wird. Hier mal ein Elevator, dessen Lautstärke ist vielleicht ganz gut zum Vergleich mit der Windmühle. Okay, dass die Kugel liegen geblieben ist, verzeihen wir dem Elevator an dieser Stelle mal, er stand vermutlich auch nicht so ganz gerade. Erhältlich ist die Windmühle natürlich unter www.kugelbahn-shop.de. Denkt an das Video mit der Beispielbahn morgen, hier hilft übrigens Glocke klicken zur Erinnerung. Lasst gerne ein Like für das Video da, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.